Hallo, liebe Hogwarts-Schülerinnen und Schüler, und herzlich willkommen zur Zusammenfassung des 12. Kapitels im 6. Schuljahr. Im letzten Kapitel braute Penny einen echten Liebestrank für uns, um diesen beim schwarzen Magister Alistair gegen einen Tarnumhang einzutauschen. Daher machen wir uns auf den Weg zur Nocturngasse, um gemeinsam mit André und Jay den zwielichtigen Handel mit Alistair abzuschließen. Dieser beschwert sich, dass er schon viel zu lange auf uns hätte warten müssen. Leider habe das Brauen des Liebestranks ein Weilchen gedauert, vertröstet ihn Lord und übergibt ihm den Trank. Alistair traut dem Braten nicht so ganz und will wissen, wie er sicher sein könne, dass das Gebräu nicht wieder eine Fälschung sei. Lord versichert ihm die Echtheit des Tranks. Er würde den Tarnumhang nicht riskieren, da ihm dieser viel zu wichtig sei. Der schwarze Magier scheint ihm zu glauben und der Handel wird abgeschlossen. Lord erhält den Tarnumhang, Alistair den Liebestrank, woraufhin der schwarze Magier wortlos verschwindet. Was Lord mit dem Tarnumhang anstellen werde und worauf er sich am meisten freue, fragt André forsch nach. Natürlich Streiche aushecken, entgegnet Lord keck. Doch bevor er das tun kann, muss er ins Ministerium schleichen, um Rakepicks schwarzmagische Artefakte zu stibitzen. Ein Lachen hallt auf und Alistairs Stimme ist zu hören. Dafür brauchst du den Tarnumhang? Damit du ins Ministerium einbrechen kannst? Er lacht abermals laut auf. Es sei lächerlich, dass sich jemand, der noch nie einen Tarnumhang verwendet hat, unbemerkt im Zaubereiministerium aufhalten kann. Lord würde direkt in Azkaban landen und er sollte mit einfacheren Zielen beginnen. Jay stimmt ihm zu. Er kenne den perfekten Lehrer für einen ersten Einstieg im Umgang mit dem Tarnumhang. Daraufhin treffen wir uns mit Jay im Klassenzimmer für Verwandlung, um dort den Tarnumhang auszuprobieren. Er berichtet, dass sich die Professoren McGonagall und Flitwick jeden Tag zu dieser Zeit hier treffen würden. Und Lord sollte das Treffen belauschen. Diese Herausforderung nimmt der junge Zauberer gerne an. Jay erinnert Lord daran, dass er mit Hilfe des Tarnumhangs zwar nicht gesehen, aber gehört werden könne. Leise sein und nicht bewegen heißt daher das Motto. McGonagall und Flitwick betreten den Raum, just in dem Moment, in dem Lord den Tarnumhang überstreift und verschwindet. Jay verlässt nach kurzem Gespräch mit den beiden Lehrern den Raum und diese beginnen sich angeregt zu unterhalten. Sie sprechen über den Zeitpunkt ihrer Ankunft, über Gefahren und den gefährlichen Zauberer von Mahutukoro, das Austauschprogramm mit Castel Broscho und abschließend über den Versteinerungsfluch. Dann verlassen sie den Raum und Jay kommt zurück. Lord fragt sich, welche interessanten Dinge er bei anderen Lehrern erfahren könnte, woraufhin ihm Jay Professor Kesselbrand als weiteres Übungsziel vorschlägt. Gesagt, getan. Und Lord begibt sich zu den Stallungen, wo Kesselbrand das Fach pflegemagischer Geschöpfe unterrichtet. Dort treffen wir Liz, die sich um ein krankes Einhorn kümmert. Lord fragt, ob sie Kesselbrand gesehen habe, doch die junge Zauberin verneint. Lord erläutert ihr, dass er einen neuen Tarnumhang habe und mit diesem üben wolle, Professor Kesselbrand zu belauschen. Liz reagiert schockiert, doch nicht wegen Lords Vorhaben, sondern weil sie selbst nie einen Tarnumhang verwenden werde. Diese würden in der Regel aus dem Fell eines Demigais bestehen, erklärt sie. Wie es sich anfühle, einen Tarnumhang zu tragen, möchte sie trotzdem wissen. Aufregend, erwidert Lord, kurz bevor er vom Wiehern des Einhorns unterbrochen wird. Jemand scheint herzukommen, vermutet Liz, und Lord wirft instinktiv den Tarnumhang über sich. Im nächsten Moment betreten Kesselbrand und Hagrid die Stallungen.
Beide bleiben in ausreichender Entfernung stehen und beginnen eine hitzige Diskussion. Sie sprechen darüber, dass sie sie noch nie so gesehen haben, dass es wirklich seltsam sei und dass die übermäßig aggressiven Grindelos den Schwarzen See terrorisieren. Sie einigen sich darauf, mit Professor Dumbledore über den Vorfall zu sprechen und verlassen die Stallungen. Liz hat vom Gespräch der beiden nichts mitbekommen, da sie ihre gesamte Aufmerksamkeit dem kranken Einhorn gewidmet hat. Also erzählt ihr Lord von Kesselbrands und Hagrids Diskussion und deren Bericht über die Grindelos. Er fragt sich, ob er noch mehr Lehrer belauschen sollte. Professor Binns schlägt Liz vor, er sei eine größere Herausforderung, da er ein Geist ist und somit selbst unsichtbar sein könne. Lord gefällt die Idee. Also machen wir uns auf zum Klassenzimmer für Geschichte der Zauberei. Doch Professor Binns liegt schlafend auf dem Lehrerpult. Plötzlich schallt eine Stimme durch den Korridor. Cuthbert, bist du hier drin? Madame Pince betritt das Klassenzimmer und Lord kann noch im letzten Moment den Tarnumhang über sich werfen. Pince schreitet zum Lehrerpult und weckt den Lehrer für Geschichte der Zauberei. Sie kommt schnell zum Thema und fragt, ob sie ihre Nachforschungen für Rakepig fortsetzen solle und weshalb sich Rakepig für die Geschichte der Wassermenschen interessiert habe. Pince und Binns entscheiden sich, ihre Nachforschungen fortzusetzen und verlassen das Klassenzimmer Richtung Bibliothek. Lord ist begeistert, welche Informationen er erhalten hat und möchte den Tarnumhang nun bei jemand anderem, diesmal keinem Lehrer, ausprobieren. Lords Ziel ist das Wirtshaus Eberkopf. Dort will er neue Informationen über Rakepig erhalten. Im Eberkopf trifft er auf Badea, die dort ist, um sich für neue Kunstwerke inspirieren zu lassen. Sie möchte wissen, weshalb wir im Eberkopf sind. Und Lord erzählt, wie jedem, der es hören oder auch nicht hören möchte, dass er einen neuen Tarnumhang habe und übe, diesen zu benutzen, ohne erwischt zu werden. Badea findet das großartig und bietet an, Aberforth abzulenken, damit Lord den Tarnumhang überziehen könne. Er solle auf das Wort Schlickschlupfe warten und dann den Tarnumhang überziehen. Badea schreitet zu Aberforth an die Theke des Wirtshauses und beginnt ein Gespräch. Das Wort Schlickschlupfe fällt und Lord zieht den Tarnumhang über. Während er die Gäste belauscht, um Informationen über Rakepig zu erhalten, appariert plötzlich Mad-Eye Moody in den Eberkopf. Schaut sich kurz um, zieht Lord den Tarnumhang vom Körper und sagt, »Da bist du ja, Lord Knüps!« Lord entgegnet komplett verunsichert, »Mad-Eye? Aber ich war unsichtbar. Woher wussten sie, dass ich hier bin?« Moody entgegnet, dass ein billiger Tarnumhang ungeschulte Augen täuschen möge. Ihn oder das Ministerium täusche er aber nicht. Er fährt fort, dass sie beide direkt zum Trainingsgelände aufbrechen müssten, denn Schwierigkeiten kämen auf sie zu. Und Lord solle bereit sein, um sein Leben zu kämpfen. Doch das muss Lord frühestens im nächsten Kapitel Hogwarts Mystery.